Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich würde mit der Sitzung gerne fortfahren wollen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 51, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend klares Zeichen gegen Atomwaffen setzen, friedenspolitisches Engagement und Aufklärung unterstützen, Drucksache 19/5173, wird aufgerufen mit Top 73, dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend nukleare Abrüstung in Deutschland, Drucksache 19/5211, wird ebenfalls aufgerufen, der Top 74, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Erhalt des Friedens und weltweite atomare Abrüstung, Drucksache 19/5212. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Als erster Redner hat Kollege Schalauske von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Morgen, am 1. September, begehen Gewerkschaften, Friedensinitiativen, die politische Linke und viele mehr den Antikriegstag. Den Antikriegstag, den die Gewerkschaften in den 1950er Jahren unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ ins Leben gerufen haben, um an die Schrecken von Faschismus und Weltkrieg zu erinnern und ein Zeichen gegen Krieg und Aufrüstung zu setzen. Die Fraktion DIE LINKE ist der festen Überzeugung, dass dieser wichtige Gedenktag ein mehr als geeigneter Anlass für eine Debatte über Frieden und Abrüstung hier im Hessischen Landtag ist. Ein anderes bedeutendes Datum in diesem Jahr ist der 7. Juli 2017. Am 7. Juli 2017 wurde in den Vereinten Nationen in New York über einen Atomwaffenverbotsvertrag abgestimmt. Über 120 Staaten haben für die Annahme dieses Vertrages gestimmt, und damit wurde ein Prozess eingeleitet, an dessen Ende im Laufe dieses Jahres eine völkerrechtlich verbindliche Ächtung von Atomwaffen stehen wird. Und ich finde, dieser Vertrag ist nicht weniger als ein großer Hoffnungsschimmer für die Menschheit. Die Zeiger der Weltuntergangsuhr, einer symbolischen Uhr, welche US-amerikanische Wissenschaftler, Atomwissenschaftler verwenden, um der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, wie groß nach ihrer Meinung das derzeitige Risiko eines Atomkriegs ist, diese Uhr steht 2,5 Minuten vor 12. Die Wissenschaftler warnen, ich zitiere, die Möglichkeit einer globalen Katastrophe ist sehr hoch. Maßnahmen, um das Risiko einer Katastrophe zu minimieren, müssen schnell ergriffen werden. Im Übrigen, das letzte Mal, dass die Gefahr eines Weltuntergangs so hoch eingeschätzt wurde von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, war das Jahr 1984, als die Beziehungen zwischen den Supermächten USA und Sowjetunion einen Tiefpunkt erreicht hatten. Und im Bereich der atomaren Waffen da beunruhigen die Forscher zahlreiche Entwicklungen. Der Ausbau und die Erneuerung der Atomwaffenarsenale in den USA, in Russland, in Indien und in Pakistan, die Pläne Nordkoreas, Atomwaffen zu testen und die Sprengkraft ihrer Bomben auszubauen. Und seit ihrer jüngsten Analyse, aus der ich jetzt zitiert habe, hat sich der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA noch weiter verschärft. Der US-amerikanische Präsident Donald Trump prahlt, sein Atomwaffenarsenal sei stärker als jemals zuvor und droht Nordkorea, ich zitiere, mit Feuer und Zorn, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Mit wechselseitigen Drohgebärden, Raketentests und Militärübungen eskalieren Kim Jong-un und Donald Trump diesen Konflikt. Diese Entwicklungen zeigen, meine Damen und Herren, der Fortbestand von Atomwaffen ist eine der größten Gefahren für die Sicherheit der gesamten Menschheit. Und notwendig ist eine Politik, die sich ohne Wenn und Aber für atomare Abrüstung einsetzt. Was aber müsste eine Bundesregierung tun, welche die atomare Abrüstung voranbringen möchte? Erstens. Der Vertrag über das Verbot von Kernwaffen im Rahmen der Vereinten Nationen muss ratifiziert werden. Bisher hat sich die Bundesregierung noch nicht einmal an den Verhandlungen beteiligt. Ich finde, es ist völlig inakzeptabel, dass diese deutsche Regierung, die sonst so schnell dabei ist, mit dem Wunsch, eine Führungsrolle in der Welt zu übernehmen, militärische Verantwortung zu übernehmen, nicht in der Lage zu sein scheint, Verantwortung für das Verbot von Atomwaffen zu übernehmen. Das ist völlig inakzeptabel. Zweitens.
aus der NATO-Strategie der nuklearen Teilhabe muss ausgestiegen werden. Zukünftig darf ein Einsatz von Atomwaffen durch Bundeswehrpersonal weder eingeübt werden, noch Trägersysteme dürfen dafür bereitgestellt werden, und auch keine jede anderweitige Unterstützung für diesen Einsatz oder für die Vorbereitung eines Einsatzes darf geleistet werden. Und drittens muss die deutsche Politik sich ohne Wenn und Aber für einen Abzug der US-amerikanischen Atomwaffen aus Büchel in der Eifel einsetzen und keine Stationierung neuer US-amerikanischer Atomwaffen in Deutschland zulassen, meine Damen und Herren. Denn wie Sie alle wissen, in Büchel in der Eifel lagern noch nach den Recherchen der IPPNW noch immer ca. 20 Atombomben. Und in dieser Situation begrüße ich es ausdrücklich, dass der SPD-Vorsitzende Martin Schulz den Abzug der US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland fordert. Aber bloße Lippenbekenntnisse reichen nicht aus. Auch die ehemaligen Außenminister Guido Westerwelle, FDP, oder Frank-Walter Steinmeier, SPD, hatten diesen Abzug gefordert. Gefolgt ist diesen Ankündigungen bisher leider nichts. Im Gegenteil, in der Vergangenheit haben die Bundesregierung aller Couleur nicht ab, sondern aufgerüstet. Allein unter der Großen Koalition in den letzten 4 Jahren ist der Militärhaushalt von 32,8 Milliarden € auf 37 Milliarden € angestiegen. Deswegen an die Kolleginnen und Kollegen der SPD: Wer den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland wirklich erreichen will, der darf sich nicht hinter Zitat europäischen Lösungen verstecken, wie Sie es in dem Wahlprogramm tun, sondern der muss offensiv gegenüber den USA auf einen sofortigen Abzug der US-Atomwaffen drängen. Und dabei hätten Sie doch die Mehrheit der Bevölkerung auf Ihrer Seite. Die große Mehrheit der Menschen in unserem Land ist für ein Verbot und eine Verschrottung von Atomwaffen. Jetzt werden Sie in der weiteren Verlauf der Debatte behaupten, dass dieses Thema im Landtag nichts zu suchen hat. Da sage ich Ihnen schon einmal gleich von wegen. Die Gefahr eines Einsatzes von Atomwaffen, diese Gefahr einer nuklearen Katastrophe macht, wie bei vielen anderen Menschheitskatastrophen eben auch, keinen Halt vor der Landesgrenze Hessen. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Wissen, hat sich beispielsweise in der Friedensbewegung der 80er Jahre gegen den NATO-Doppelbeschluss viele Kommunen in Hessen zu atomwaffenfreien Zonen erklärt. Dafür haben viele, auch die politische Linke, lange gestritten. Ein anderes Beispiel, wo diese Erkenntnis angekommen ist, das ist, jedes Jahr ist der Bereich der Kommunen heutzutage, jedes Jahr am 8. Juli, wird am Rathaus meiner Heimatstadt Marburg die Mayors for Peace-Flagge gehisst. Marburg ist, wie in Hessen über 40 Städte und Gemeinden, Mitglied im Bündnis Bürgermeister für den Frieden. Die Bürgermeister für den Frieden sind eine Organisation, die als Mayors for Peace 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet worden ist und die sich für Frieden und atomare Abrüstung einsetzen. Ich finde, der Hessische Landtag könnte sich an diesem Engagement ein Beispiel nehmen und es entsprechend würdigen, meine Damen und Herren. Zweitens. In der Hessischen Verfassung, in unserem Staatsgrundsatz, wurden die Lehren aus Faschismus und Weltkrieg gezogen. In Artikel 69 der Hessischen Verfassung heißt es, Hessen bekennt sich zu Frieden, Freiheit und Völkerverständigung. Der Krieg ist geächtet. Jede Handlung, die mit der Absicht vorgenommen wird, einen Krieg vorzubereiten, ist verfassungswidrig. Ich meine, unsere Verfassung verpflichtet uns gerade dazu, auch in diesem Landtag ein deutliches Zeichen für Frieden und Abrüstung zu setzen, meine Damen und Herren. Und drittens, da wende ich mich noch einmal erneut an die Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Bereits in den 50er Jahren wurde hier im Hessischen Landtag über Fragen von Wiederbewaffnung und Aufrüstung debattiert. Und es war unter anderem der SPD-Ministerpräsident Georg August Zinn, der sich damals Militarisierungsplänen von Adenauer und der US-Regierung entgegenstellte. Abschließend will ich sagen, Kriege und Krisen und Konflikte in der Welt nehmen zu. Rüstungsexporte und Waffenexporte steigen. Millionen Menschen werden in die Flucht getrieben.
Noch immer ist eine militärische Konfrontation zwischen NATO, USA und Russland nicht aus der Welt, und die Atomwaffen sind nicht verschrottet. In Deutschland wird sogar diskutiert, den Rüstungshaushalt um 30 Milliarden € zu erhöhen. Diese Mittel werden dann fehlen, um beispielsweise hessische Schulen zu sanieren oder auch die Kita-Betreuung wirklich kostenfrei zu gestalten. Sie sehen, es gibt genügend Gründe, am Antikriegstag an vielen Orten in Hessen gemeinsam mit Gewerkschaften, mit Friedensinitiativen und der politischen Linken auf die Straße zu gehen und ein deutliches Zeichen für Frieden und Abrüstung zu setzen. Dazu sind alle eingeladen, die etwas dazu beitragen wollen, friedliche Konfliktlösungen voranzubringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schalauske. Als nächster Redner spricht nun Kollege May von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man so die Tageszeitungen studiert oder die anderen Medien und dort aufmerksam beobachtet, wie der Diktator des kommunistischen Nordkorea mit Raketentests einen nicht gerade für seine Umsichtigkeit bekannten US-Präsidenten wiederholt provoziert, wenn man dann wahrnimmt, dass Nordkorea auch ganz offen sagt, dass Pläne gemacht werden, die USA mit Atomwaffen anzugreifen, wenn man dann liest, die Reaktion aus den USA heißt, alle Optionen liegen auf dem Tisch, also auch die Option, Atomwaffen einzusetzen, dann ist das in der Tat sicherlich ein Punkt, ein Anlass, sich über Abrüstung zu unterhalten. Und niemand hier wird auch bestreiten, dass auch ein Landtag, der nicht für Außenpolitik zuständig ist, der keine Kompetenz hat, Außenpolitik zu machen, aber trotzdem Meinungen dazu abgeben kann zu Themen und Willensbekundungen zu verabschieden. Deswegen haben die Koalitionsfraktionen auch heute zu dem Thema einen Antrag vorgelegt. Denn wenn man sich die Tagespolitik anschaut und die Gefährdungslagen, die ich gerade dargestellt habe, aus denen hervorgeht, dass ein Atomkrieg wieder greifbar erscheint, leider bedrohlich nahe erscheint, da sind natürlich Neuverhandlungen, neue Bestrebungen zur atomaren Abrüstung sehr wünschenswert, aber äußerst wünschenswert. Wenngleich ich feststellen muss, dass eben neue Verhandlungen, dass Schritte zu einer und das Ziel einer atomwaffenfreien Erde doch sehr weit entfernt, so weit wie vielleicht schon lange nicht mehr ist. Und das ist außerordentlich bedrückend, denn natürlich ist es so, dass ein Atomkrieg die Möglichkeit, sogar die Wahrscheinlichkeit beinhaltet, dass alles Leben auf der Erde zerstört, beendet wird. Und von daher ist es doch klar, und ich glaube nicht, dass es darüber Streitigkeit in diesem Plenum geben wird, es ist klar, dass diese, die grausamste und verheerendste Waffe, die je von Menschen geschaffen wurde, nie wieder eingesetzt werden sollte. Nun hat der Kollege Schalauske ja über den kürzlich verabschiedeten Vertrag von 120 Staaten zum Verbot von Atomwaffen sich bereits eingelassen. Das ist ja auch Thema des Antrags der LINKEN. Und es ist Ihnen auch bekannt, dass die hiesigen Koalitionsparteien CDU und GRÜNE im 18. Deutschen Bundestag keine Koalition geschlossen haben. Das mag der eine oder andere bedauern, ich zum Beispiel, aber das ist nun einmal so. Von daher kommt das regelmäßig vor, dass die Bundestagsfraktionen unterschiedliche Auffassungen haben und konträre Meinungen haben. Und da ist es tatsächlich auch so, dass in dieser konkreten Frage zu dem kürzlich verhandelten Vertrag zum Verbot von Kernwaffen unterschiedliche Auffassungen bei CDU und GRÜNEN im Deutschen Bundestag vorhanden sind. Das ist auch so festzustellen und richtig so. Für uns GRÜNE war nämlich klar, dass wir es für notwendig erachtet hätten,
dass Deutschland an den Verhandlungen teilnimmt und auch dem Vertrag beitritt. Die GRÜNEN im Bundestag haben das auch deswegen so kritisiert, haben die CDU, SPD, Bundesregierung dementsprechend auch nachdrücklich kritisiert. Aber jenseits der Frage, wie man eben konkrete Außenpolitik macht, was wie gesagt Aufgabe des Deutschen Bundestages ist, war es uns wichtig, dass es eine Zusammenführung des gemeinsamen Zieles geben kann. Das ist auch auf Bundesebene schon passiert. Ich möchte deswegen an einen Beschluss des Deutschen Bundestags aus der 17. Wahlperiode, der auf eine gemeinsame Initiative von CDU, CSU, SPD, Grünen und FDP zurückgeht, in dem festgestellt wurde, eine Welt, ich zitiere, eine Welt frei von Atomwaffen ist keine Utopie, sondern eine konkrete Verpflichtung der Unterzeichner des Nichtverbreitungsvertrages. Die Abrüstungserwartungen dürfen nicht erneut enttäuscht werden. Und auch Deutschland kann national und international auf vielfältige Weise einen wirksamen Beitrag zu einer Welt ohne Atomwaffen leisten. Und aus dem eben Gesagten ergibt sich ja ganz deutlich, dass das Ziel von weltweiter atomarer Abrüstung ein überparteilich geteiltes Ziel ist der deutschen Politik. Und genau deswegen haben wir als Koalition heute einen Antrag eingebracht, der eben genau dieses Ziel noch einmal benennt. Und wir hoffen, dass sich eine große Mehrheit dieses Hauses hinter diesem Ziel, was wir heute noch einmal als Antrag auf den Weg gegeben haben, dass sie sich dahinter versammeln können. Und wenn jetzt Herr Schulz von der SPD das Thema Abzug von Atomwaffen aus der Eifel fordert, ist das für das Thema an sich sicherlich gut. Gleichwohl ist es sozusagen schon ein bisschen skurril, wenn die SPD-Fraktion hier im Landtag beantragt, dass wir die Äußerungen von Herrn Schulz, der sich ja gerade in einer Bundestagsauseinandersetzung ist, dass wir die unterstützen sollen. Irgendwie das, glaube ich, kann man nicht erwarten, dass dann andere Parteien dem nahe treten, den Wahlkampf der SPD auf diese Art und Weise zu unterstützen. Von daher ist diese Initiative nicht von uns zu befürworten, sondern ich möchte noch einmal auf das Verbindende zurückkommen. Und da möchte ich noch einmal auf den Beschluss des Deutschen Bundestages auf Initiative von CDU, CSU, SPD, FDP und Linken, FDP und Grünen, die Linken waren nicht mit dabei, zurückkommen, wo das da heißt, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, weiterhin mit großem Engagement für allgemeine und weltweite Rüstung einzutreten und dann später, Zitat geht weiter, sich auch bei der Ausarbeitung eines neuen strategischen Konzepts der NATO im Bündnis sowie gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der Atomwaffen, der US-Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. So die Beschlusslage des Deutschen Bundestages. Und diesen Beschluss halten wir nach wie vor für maßgebend. Und ich glaube, das sollte auch dann das Ziel sein, über das wir hier verhandeln müssen. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, 5 Wochen vor einer Bundestagswahl das Thema noch einmal zu setzen, ist das sicherlich wünschenswert, ist das für das Thema sicherlich gut. Aber ich äußere die Hoffnung, dass es auch das Ziel einer Bundesregierung 5 Wochen nach der Bundestagswahl ist, diesen Beschluss des Deutschen Bundestages dann eben auch zu verwirklichen. Für meine Partei möchte ich auch im Hinblick auf die nahe bundespolitische Wahlentscheidung noch einmal klar formulieren. Und dass wir heute auch über das Thema formulieren, ist ja irgendwie auch in diesem Kontext wohl zu sehen. Deswegen darf ich auch noch die Meinung der Bündnisgrünen an dieser Stelle kurz zum Besten geben. Wir halten es, wie gesagt, für nicht verantwortlich, dass die schwarz-rote Bundesregierung dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen nicht beigetreten ist. Und möchten dies schleunigst ändern und möchte auch ganz klar sagen, dass auch wir GRÜNEN in unserem Bundestagswahlprogramm uns klar dafür aussprechen, den Abzug der letzten Atomwaffen aus Büchel zu forcieren. Aber das sind alles Fragestellungen, die nicht in diesem Parlament letztendlich zu verhandeln sind, sondern eben dann auf Bundesebene. Das wird die parlamentarischen Debatten des nächsten Deutschen Bundestags und die Arbeit der nächsten deutschen Bundesregierung prägen. Von daher noch einmal
möchte ich zum Abschluss noch einmal an Sie appellieren, dass wir aber jenseits der Fragestellung, wie man konkret zu Zielen kommt, wie das Ziel, das uns alle eint, heute noch einmal klar verabschieden sollten, nämlich, dass sich dieser Landtag ganz klar zu weltweiter atomarer Abrüstung positioniert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege May. – Als nächster Redner spricht schon Kollege Krüger von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist ein ernstes Thema, über das wir reden, und es verbietet sich daher ein Ansatz von Klamauk in dieser Frage. Die Atomwaffen, die US-Atomwaffen, über die wir reden, die wahrscheinlich in Büchel stationiert sind, liegen damit nur etwa 70 km von der rheinland-pfälzisch-hessischen Grenze und damit auch 70 km von Hessen entfernt. Für einen nuklearen Zwischenfall sind 70 km natürlich keine große Strecke. Aber es geht gar nicht so sehr um einen möglicherweise drohenden nuklearen Zwischenfall, sondern es geht darum, dass wir weiterhin eine Welt vorfinden, in einer Welt leben, in der es diese nuklearen Waffen gibt und davon mehr Waffen gibt, als es benötigen würde, um unsere Welt mehrfach zu zerstören. Der vielfache nukleare Overkill, der denen, die in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen ist, noch ein vitaler Begriff ist, der besteht weiterhin. Das ist ein bisschen aus dem Blickfeld gerückt, weil es viele andere Themen gibt. Aber spätestens seitdem wir uns über das Thema nukleare Proliferation unterhalten, seitdem es die reale Befürchtung gibt, dass Kerntechnik, aber auch Sprengstoffe, die Kernsprengstoffe, die reichen, oder Mittel, die reichen, um z.B. mit dreckigen Bomben Terror zu verbreiten, spätestens seitdem ist klar, dass der einzige Weg aus dieser Situation, aus dieser Gefahrensituation tatsächlich die nukleare Abrüstung ist. Und das betrifft natürlich auch Hessen. Es ist ja gerade hier schon angesprochen worden, wir haben im Hessischen Landtag über diese Fragen bereits schon diskutiert in den 50ern, aber auch in den 80ern, als es die Friedensbewegung einen ihrer Hochpunkte hatte und wir über den NATO-Doppelnachrüstungsbeschluss, den NATO-Doppelbeschluss, die Nachrüstung besprochen haben. Auch da spielte das eine große Rolle, auch hier im Hessischen Landtag. Und es ist von daher natürlich ein Thema, dem wir uns auch als Landtag annehmen sollten, nicht nur wegen der geringen Entfernung zu Büchel. Denn es betrifft natürlich auch die Menschen in unserem Lande, und die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben natürlich auch ein Recht zu erfahren, wie denkt eigentlich der Landtag, wie denken eigentlich die Fraktionen im Hessischen Landtag über diese Frage. Insofern ist es auch zu begrüßen, dass es diesen Antrag gibt. Wir begrüßen das als Sozialdemokraten, den Initialantrag der Linkspartei. Wir begrüßen das als Sozialdemokraten auch insofern, als wir natürlich in der Tat einen Parteivorsitzenden haben, das ist auch schon hier angesprochen worden, der zu Recht darauf hingewiesen hat, dass dieses Thema nach wie vor auf der Tagesordnung steht und der es damit auch wieder auf die Tagesordnung gehoben hat. Das ist richtig, und es ist natürlich klar, man kann sagen, es ist Wahlkampf und es ist Wahlkampfgetöse, aber keineswegs ist es das. Das ist ein konsequenter Hinweis darauf, was sozialdemokratischer Kernpunkt sozialdemokratischer Politik ist. Und es ist darauf hingewiesen worden, wir haben ja den gemeinsamen Antrag der Bundestagsfraktionen von SPD, CDU, CSU, Grüne und FDP vom 24.03.2010. Ein gemeinsamer Antrag, der gemeinsam verabschiedet wurde, und übrigens auf Initiative einer Hessin.
Heidemarie Wiczorek-Zeul hat dieses massiv vorangebracht. Und wir verdanken ihr, dass wir diesen gemeinsamen Antrag haben. Und insofern sollte es hier eigentlich recht wenig Konflikt um die Grundrichtung geben, um die es hier geht. Der Antrag ist übertitelt mit Deutschland muss deutliche Zeichen für eine Welt frei von Atomwaffen setzen. Und da geht es auch um die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir wahrscheinlich in Büchel noch 20 Atombomben haben. Und damit aufgerufen ist natürlich auch die Frage der nuklearen Teilhabe. Weil es sind ja Jets der Bundeswehr, die im Zweifelsfalle auch damit bestückt werden könnten. Wenn wir diese Waffen haben, solange wir diese Waffen haben, stellt sich natürlich die Frage der nuklearen Teilhabe. Wenn wir diese Waffen nicht mehr haben, wenn es diese Waffen auf deutschem Boden nicht mehr gibt, ist die Frage der nuklearen Teilhabe natürlich damit auch obsolet, weil es sie auf deutschem Boden nicht mehr gibt. Insofern beantwortet sich dann die zweite Frage der nuklearen Teilhabe automatisch über die Frage der Abrüstung in Deutschland. Und es ist aus unserer Sicht ein entscheidender Punkt für die deutsche Außenpolitik, sich weiterhin für Abrüstung nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einzusetzen. Und dafür muss Deutschland selbst aber ein Signal setzen, ein Signal senden. Und nichts anderes ist das, was der Parteivorsitzende der SPD, und deswegen haben wir diesen Antrag gestellt, was der Parteivorsitzende der SPD wieder auf die Agenda gesetzt hat. Wir brauchen dieses Signal aus Deutschland, um damit auch klarzumachen, auch anderen Ländern klarzumachen, dass sie sich dem anschließen müssen, damit wir zu einer weltweiten nuklearen Abrüstung kommen müssen. Und deswegen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, deswegen werden wir, um dieses Signal zu unterstreichen, die ersten beiden Absätze des Dringlichen Entschließungsantrags der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN im Sinne und im Gedanken des gemeinsamen Antrages vom 24.03.2010 im Bundestag, auf den auch ein bisschen rekurriert wird, was die Formulierungen angeht, das haben wir wohl gesehen, werden wir diesen beiden Absätzen zustimmen. Dem dritten Absatz können wir so nicht zustimmen, weil es ist ein bisschen schwach formuliert zu schreiben, der Landtag nimmt mit Interesse zur Kenntnis, das unter anderem im Kontext des Vorgangs der Vereinten Nationen usw. So also das entspricht nicht dem starken Signal, das wir von hier aussenden wollen. Aber wie gesagt, im Geiste des gemeinsamen Antrags der vier Fraktionen im Bundestag vom 24.03.2010 werden wir das mittragen. Und was wir auch machen werden, ist, wir werden uns beim Antrag der Linkspartei enthalten, um einer Mehrheitsfindung für diesen Antrag nicht im Weg zu stehen. Ja, das muss man halt einwirken lassen, so etwas. So, wir würden uns natürlich, das ist der letzte Satz, wir würden uns natürlich freuen, wenn andere dem Geist eines gemeinsamen Signals entsprechend auch unseren Antrag unterstützen würden. Vielen Dank, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Als nächster Redner spricht nun Kollege Schwarz von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Unser gemeinsames Ziel in Hessen, in Deutschland, in Europa, unser gemeinsames Ziel mit den NATO-Partnern ist es, Frieden zu bewahren, bewaffnete Konflikte zu verhindern und dort womöglich auch zu beenden.
Das gilt selbstverständlich und insbesondere auch für die Verhinderung vom Einsatz von Atomwaffen. Da stellt sich überhaupt keine Frage. Da ist sich dieses Haus zum Glück sehr einig. Die von Konrad Adenauer betriebene Westbindung, der Stützpfeiler der transatlantischen Partnerschaft, die europäische Integration, sind unverrückbare Konstanten der außenpolitischen und sicherheitspolitischen Architektur der Bundesrepublik Deutschland. Und, meine Damen und Herren, nach Ende des Zweiten Weltkrieges, spätestens seit dem 11. September 2001, haben wir neue Herausforderungen in außen- und sicherheitspolitischen Fragen. Beispiele hierfür sind der arabische Frühling, Kriege in Syrien, Afghanistan, zerfallende Staaten in Afrika, Auseinandersetzungen in Nahost. Und wichtig zu erwähnen ist auch hier die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch die Atommacht Russland. Ich möchte das noch einmal unterstreichen. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges hat es keine gewalttätige Grenzverschiebung in Europa mehr gegeben. Und so etwas darf es auch nie wieder geben. Ich will das in einem Satz bewerten. Die Welt ist nicht sicher. Das ist leider so. Und deswegen, Frau Präsidentin, gestatten Sie mir ein Zitat. Ein Zitat. Den Rollenwechsel habe ich eben gerade nicht mitbekommen. Ich bitte um Nachsicht. Herr Präsident, ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden, noch die Früchte derselben zu genießen, denn ohne Sicherheit ist kein Frieden. Das heißt, nur wer in Sicherheit lebt, kann sich frei entwickeln und entfalten. Dieser kategorische Imperativ stammt von keinem Geringeren als von Wilhelm von Humboldt. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, die Welt ist in einem Wandel. Jetzt kann man die Frage stellen, was hat das mit dem Antrag der LINKEN zu tun? Ich will das sehr deutlich sagen. Dieser Antrag atmet, wie von Ihnen gewohnt, antiwestliche und antiamerikanische Luft, und zwar durch und durch. Sie fordern die Bundesregierung auf, aus der NATO-Strategie der nuklearen Teilhabe auszusteigen. Sie fordern den Abzug der amerikanischen Atomwaffen aus Büchel in der Eifel. Im März forderte Willy von Neuen die Abschaffung der NATO. Im März forderte Willy von Neuen die Abschaffung der Bundeswehr. Und das zeigt, wessen Geisteskind Sie sind. Das zeigt, wessen Geisteskind Sie sind. Sie können gerne im Protokoll des Landtages vom 23. März dieses Jahres nachlesen. Ihr Ziel ist es, Deutschland zu schwächen, den Westen zu destabilisieren. Und ich will sehr klar hier noch einmal sagen, warum wir heute hier parlamentarisch frei diskutieren können, haben wir unter anderem den Vereinigten Staaten von Amerika zu verdanken, die uns 1945 mit den Alliierten befreit haben und seither auch unsere Sicherheit garantieren. Und die Krönung in Ihrem Antrag ist die Begründung. Sie sprechen von einem Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Nordkorea. Ich will Ihnen sehr deutlich sagen, es gibt hier nur einen Aggressor, und das ist der kommunistische Diktator Kim Jong-un. Es ist der kommunistische Diktator Kim Jong-un, der die komplette Region in Angst und Schrecken versetzt, der Südkorea tagtäglich bedroht, der Raketen über Japan schießt und der Nordkorea zu einer Atommacht ausbauen will, um die Vereinigten Staaten von Amerika zu beschießen. Das ist die Wahrheit, und das will ich hier sehr deutlich sagen. Geschichte und Gegenwart lehren uns, dass Freiheit und Demokratie kein Selbst,
Beruhigen Sie sich doch bitte, Herr Kollege. Sie sind hier ganz aufgeregt. Machen Sie ein paar Übungen, und dann geht es wieder. Ich will noch einmal sagen, Geschichte und Gegenwart lehren uns, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind. Abschreckung, so bedrohlich dies auch ist, ist ein Teil von Strategie, die in Teilen gewirkt hat. Ich will das nur feststellen. Eine einseitige atomare Abrüstung, wobei Russland, China, Indien, Pakistan und Nordkorea ihre Atomwaffen behalten und der komplette Westen, inklusive der NATO, darauf verzichtet, dient ganz gewiss nicht der Stabilisierung und der Sicherheit in dieser Welt, meine Damen und Herren. Lassen Sie eine Frage für Abgeordneten Schott zu. Frau Schott, bitte sehr. Glauben Sie, es spielt eine ernsthafte Rolle, wenn diese Welt von einem Atomkrieg betroffen sein wird, ob und wer letztendlich diesen Krieg begonnen hat oder ob es nicht sinnvoll wäre, die Atomwaffen abzuschaffen, damit wir eben nicht von einem Atomkrieg betroffen werden? Schott, wenn wir am langen Ende auf dieser Welt dazu kommen, dass es keine Atomwaffen mehr gibt, dann freuen wir uns alle. Aber solange diese Waffe in der Welt ist und solange terroristische Regime Zugriff darauf haben, müssen wir uns verteidigen können. Und das sage ich in aller Deutlichkeit. In Zeiten wie diesen, meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Schwab. Vielen Dank, Herr Präsident. In Zeiten wie diesen bedarf es einer ganzheitlichen Sicherheitsstrategie. Augenblick noch einmal, Herr Schwarz. Ich bitte jetzt wirklich alle im Raum, auf welcher Seite auch immer, die Zwischenrufe etwas ruhiger zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte jetzt wieder, dem Redner zu lauschen. Herr Schwarz, Sie haben das Wort. Herr Präsident, vielen Dank. In Zeiten wie diesen und gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir eine konzertierte Sicherheitsstrategie in Europa mit unseren NATO-Partnern. Hier sind wir als Bundesrepublik Deutschland, übrigens auch Hessischer Landtag, gefordert, unseren Beitrag zu leisten, auch mit einem klaren Signal und der Unterstützung unserer Bundeswehr. Und solange die Bundesregierung, und nur sie ist dafür verantwortlich, denn die Bundesregierung vertritt uns völkerrechtlich, der Auffassung ist in der Sicherheitsbewertung, dass wir an der nuklearen Teilhabestrategie weiter teilhaben werden, ist das auch eine vernünftige und richtige Entscheidung. Deswegen will ich hier noch einmal sagen, das Maß aller Dinge ist zum Schluss die eigene Stärke. Und wenn man, wie Sie, Sehnenauges sich wünscht, den Westen zu schwächen, um alle anderen, die nun nachweislich nicht die Erfinder von Demokratie, Freiheit, Meinungsfreiheit und Menschenrechten sind, zu stärken, dann würden wir unserem Vaterland einen Bärendienst erweisen. Und genau das werden wir, meine Damen und Herren. Im Sinne unserer Sicherheit, und da verweise ich noch einmal auf Wilhelm von Humboldt, ist ein einseitiger Verzicht auf Atomwaffen falsch. Und deswegen bin ich, und das ist der aktuelle Stand der Dinge, auch froh darüber, dass die Bundesregierung ein klares Signal gesetzt hat, im September nicht diesen Vertrag mit zu unterschreiben, den Sie eben zitiert haben. Wir müssen daran arbeiten, dass die NATO fit für die Zukunft gemacht wird. Wir müssen beides zusammen hinbekommen, internationale Friedenseinsätze und eine einheitliche Sicherheitsstrategie. Meine abschließende Bemerkung, weil das auch ein Teil Ihres Antrags war, was macht eigentlich die hessische Bildungspolitik dazu? Und als bildungspolitischer Sprecher unserer Fraktion will ich darauf hinweisen, selbstverständlich im Hessischen Schulgesetz § 6 Absatz 4
wird auf die besondere Bildungs- und Erziehungsaufgabe hingewiesen. Aufklärung über Gefahren von Atomwaffen, das gehört auch dazu, dass wir dieses Bewusstsein bei den jungen Leuten schärfen. Das halte ich ebenfalls für wichtig. Ich schließe nochmals sinngemäß mit Wilhelm von Humboldt. Das Maß der aller Dinge ist die eigene Stärke. Abrüstung gerne, dann aber für alle. Ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Schwarz. Für die FDP-Fraktion erteile ich Ihrem Vorsitzenden, Herrn Rock, das Wort. Ach du lieber Gott, wir standen hier. Ich rede nicht mehr hinter dem Herrn Schwarz. Das sollte mein Präsidium mal vielleicht berücksichtigen. Aber dann sehen Sie, wer präsidiert ist. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Linkspartei hat heute ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt, indem wir einfach grundsätzlich sogar zustimmen könnten, aber es auf keinen Fall tun werden, Ihrem Antrag. Also, die SPD hat ja in den Raum gestellt, dass sie durch Enthaltung Ihrem Antrag zu einer Mehrheit verhelfen wird. Ich kann schon einmal sagen, bei Stimmengleichheit mindestens abgelehnt. Also die FDP-Fraktion wird Ihren Antrag nicht mittragen, weil wir die Grundhaltung Ihrer Außenpolitik für falsch halten. Zum Thema Atomwaffen in Deutschland glaube ich schon, dass wir hier über ein symbolisches Thema sprechen. Ich kann das auch, glaube ich, sehr deutlich belegen. Damit zeigt sich auch schon, dass ich hier eine andere Haltung vertrete, als das mein Vorredner von der Union vertreten hat. Sie fallen auch schon wieder ein Stück weit zurück hinter das, was Sie ja schon einmal 2009 in einem Koalitionsvertrag mit der FDP unterschrieben haben. Damals haben Sie unterschrieben, dass diese Atomwaffen abgezogen werden. Wie so vieles in dem Koalitionsvertrag zu unserem Schaden ist es leider nicht umgesetzt worden. Dennoch ist klar, wo wir hier stehen. Ich will es auch noch einmal begründen. Ich will es deshalb begründen, weil natürlich die Weltpolitik sich weiterentwickelt hat und wir neue Szenarien haben. Wir haben tatsächlich eine Situation, in der man mal aus einer Zeit, in der man mal darüber nachgedacht hat, wie kann man Russland an die NATO heranführen, wie kann man sozusagen die verteidigungspolitischen Strategien eng mit Russland abstimmen, in eine Situation gekommen sind, in der wir klar feststellen müssen, dass Russland ein Störer der Friedenspolitik in Europa ist und deshalb eben nicht mehr in der Form eine außenpolitische Situation heute vorhanden ist, wie sie 2009 war. Das muss man immer in seine Überlegungen mit einbeziehen. Und darum ist natürlich auch der Wert eines gemeinsamen westlich orientierten Verteidigungsbündnisses wie der NATO wieder unglaublich wichtig geworden für uns und eine Verteidigungsstrategie, die Europa auch gemeinsam vernünftig bei gut eingesetzten Mitteln voranbringt. Aber zurück zu den Atomwaffen. Ich bin wahrscheinlich ich gehöre hier einer Minderheit an in dem Hessischen Landtag, der noch gedient hat. Also ich war bei der Bundeswehr, also ich war nicht bei der anderen Armee, sondern ich war bei der Bundeswehr. Und ich habe zu einer Zeit gedient, da gab es noch die Mauer. Da hat man in den NATO-Szenarien noch Blauland gegen Rotland durchgespielt. Und ich habe, darum kann ich das ziemlich genau sagen, ich habe bei einer Einheit gedient, die hieß Begleitbatterie. Da wird natürlich der Nicht-Soldat nicht viel mit anfangen können. Eine Begleitbatterie ist die Einheit der Bundeswehr gewesen, die die Atomwaffen im Zweifel eingesetzt hätte. Also ich habe als Soldat bei einer Atomwaffeneinheit der Bundeswehr gedient und habe in Manövern erlebt, wie diese Waffen eingesetzt worden wären, zu einer Zeit, wo wir nicht über eine Handvoll Atomwaffen gesprochen haben. Und das Szenario, das die NATO zur Grundlage ihrer Verteidigung gemacht hätte, wenn es zu einem massiven Angriff des Warschauer Pakts auf die NATO gekommen wäre, war ein Szenario, das einen gemeinsamen Tod Europas nach sich gezogen hätte.
zu einer Zeit, wo im Höhepunkt fast 5.000 taktische und Kurzstreckenatomwaffen in Deutschland stationiert waren, hätte die Verteidigungsstrategie, die ich noch in den Manövern mit durchexerzieren durfte, eine völlige Auslöschung der Bundesrepublik Deutschland nach sich gezogen, zum Teil durch selbst eingesetzte taktische Atomwaffen. Und darum bin ich auch heute noch dafür, dass diese Waffen, die heute in Deutschland stationiert werden, auch abgezogen werden sollten. Eine Verteidigungsstrategie, die am Ende nur die Vernichtung dessen bedeutet, was man verteidigen will, ist eine Verteidigungsstrategie, die vielleicht aus der Not geboren als Abschreckung aufrechterhalten worden ist, aber die nicht wirklich eine Alternative war. Und darum, glaube ich, muss man einfach sehen, was war denn 1989 noch politische Verhandlungsgrundlage und was ist sie heute? Es würden nicht mehr, es stehen keine NATO, keine Warschauer Pakt Panzerarmeen mehr an unserer Grenze. Es gibt kein kommunistisches Polen mehr. Es gibt diese Situation, in der wir damals scheinbar die einzige Alternative, einen physischen Selbstmord zugrunde gelegt hätte in unserer Verteidigungsstrategie, den gibt es einfach nicht mehr. Und es ist auch falsch, dass wir einen nordkoreanischen Diktator von irgendwelchen irren Taten in Asien abhalten könnten, weil bei uns noch 20 Atomwaffen in einem Bunker liegen. Das ist natürlich falsch. Und Sie müssen auch wissen, wir haben schon eine besondere Verantwortung für solche taktischen und Kurzstreckenatomwaffen, weil die Situation immer so war, eingesetzt werden diese Waffen in Deutschland über deutsche Trägerwaffen. Die Waffe gehört Amerika, die wird von 2, 3 amerikanischen Offizieren begleitet, sie wird von 50 bis 100 deutschen Soldaten bewacht und im Zweifel über eine deutsche Trägerwaffe eingesetzt. So ist die Vorgehensweise in der Bundeswehr und der NATO mit diesen Waffen. Und wenn wir das ernst meinen, dass wir glauben, dass Atomwaffen geächtet gehören und wir selbst persönlich nicht betroffen oder bedroht sind von einem Angriff, dann gibt es aus meiner Sicht kein zumindest moralisches Argument mehr dafür, diese Waffen in Deutschland zu stationieren. Darum werden wir auch einigen Anträgen, die heute vorliegen, zustimmen. Und ich würde mich wirklich auch persönlich freuen, wenn die Szenarien, die ich in meiner Bundeswehrzeit auf dem Papier zum Glück nur erleben durfte, dass die für immer und ewig in Deutschland der Geschichte angehören. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Bevor ich der Landesregierung das Wort erteile, bei Ihnen noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt, ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Mobilitätsberatung für das Landesticket, Drucksache 19/5213. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 75 und die Redezeit beträgt 5 Minuten pro Fraktion. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Staatsminister Wintermeyer das Wort. Ja, sehr vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf feststellen, dass wir heute wieder erneut eine Debatte zur großen Außen- und zur Sicherheitspolitik hier im Hessischen Landtag haben. Erst im März ging es ja bekanntlicherweise bei der inszenierten Verabschiedung des linken Fraktionsvorsitzenden Van Ooyen hier heiß her in der Diskussion um Abrüstung und um NATO-Austritt. Jetzt stellt die Fraktion der LINKE wieder einmal einen ähnlichen Antrag, und wir müssen jetzt uns jetzt wieder damit hier beschäftigen, meine Damen und Herren. Es geht erneut um eine rein bundespolitische Debatte über den Umgang mit Atomwaffen. Diese wird völlig zu Recht im Deutschen Bundestag geführt, und da gehört sie, meine Damen und Herren, auch hin. Zuständig für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ist bekanntermaßen die Bundesregierung und nicht wir. Und Berlin, meine Damen und Herren, verhält sich in dieser Frage, wie ich finde, klug, besonnen, verantwortungsvoll und nicht etwa naiv. Dort hat man die sicherheitspolitischen Belange des gesamten Landes im Blick.
Wie gesagt, aus meiner Sicht müssen wir diese Debatte, die in Berlin gut aufgehoben ist, hier nicht unbedingt im Landtag führen. Aber mitten im Bundestagswahlkampf wundere ich mich nicht über solche Vorstöße, und ich wundere mich auch nicht über den Änderungsantrag der Sozialdemokraten, der offen Zustimmung zur Äußerung des SPD-Kanzlerkandidaten in Ansicht einer friedenspolitischen und so wichtigen außenpolitischen Debatte vom Hessischen Landtag verlangt. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass der 24. September naht und jeder versucht, seine Claims noch abzustecken. Meine Damen und Herren, unser aller Bekenntnis zu Frieden und zur Achtung der allgemeinen Menschenrechte müssen wir hier nicht extra diskutieren. Niemand von uns, und da habe ich keine Zweifel, befürwortet den Einsatz von Nuklearwaffen. Und jeder von uns kämpft und träumt auch davon, von einer atomfreien Welt. Nur ist die Welt leider nicht immer so, wie wir sie gerne hätten. Der Weltfrieden ist kein Wunschkonzert. Das wird uns tagtäglich vor Augen geführt. Und Symbol- und Resolutionspolitik von wem auch immer wird hierbei uns wenig helfen. Gerade erst vorgestern, einige der Redner haben ja darauf hingewiesen, mussten wir mit Schrecken lesen, dass der Konflikt um Nordkorea weiter eskaliert. Unbeeindruckt von allen Strafmaßnahmen ging die verbrecherische kommunistische Führung in Pyongyang diesmal so weit, eine Interkontinentalrakete über japanisches Territorium zu schießen, und dies ohne Ankündigung. Tokio sprach von einer beispiellos ernsten Bedrohung, und genau das ist es auch. Wir wissen nicht, wie sich dieser Konflikt weiterentwickeln wird. Aber wir wissen schon, dass es weiterhin vielerorts, nicht nur in Ostasien, sondern bis an die Grenzen der Europäischen Union Bedrohungen und Gefahren gibt. Ich möchte nur an die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, ich komme später noch einmal darauf zu sprechen, und das in regelmäßigen Abständen inszenierte Säbelrasseln des Kremls gegenüber den baltischen Staaten erinnern. Meine Damen und Herren, der Einsatz für den Frieden ist seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland Grundpfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Ein weiterer Grundpfeiler ist aber auch die Solidarität Deutschlands zu seinen Partnern, zu NATO und zu anderen Partnern weltweit. Deutschland ist zu groß und bedeutend, um sich wie etwa Liechtenstein neutral aus allem herauszuhalten. Zugleich ist Deutschland, und das bedauere ich nicht, militärisch zu unbedeutend, um ohne seine Verbündeten bestehen zu können. Die Einbindung, meine Damen und Herren, in die NATO ist für den Erhalt unseres, auch unseres deutschen Friedens elementar. Die Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten unter dem Dach der NATO ist und bleibt ein entscheidender Baustein für die Sicherheit und den Frieden in Deutschland, in Europa und in der Welt. Und, meine Damen und Herren von den LINKEN, sie ist dringlicher und notwendiger denn je. Aber zurück zu den Atomwaffen. Es ist aus Sicht der Hessischen Landesregierung sehr erfreulich, dass die Debatte um das Verbot von Kernwaffen auf Ebene der Vereinten Nationen so ambitioniert verfolgt wird. Auch die Bundesregierung setzt sich im Rahmen der internationalen Friedensordnung für das Ziel einer atomwaffenfreien Welt ein. Nur kann, darf und sollte sie hier keinen Schritt unternehmen, der die Bündnisverpflichtungen gegenüber den NATO-Partnern unterminiert. Hier auszuscheren, dahinter muss man ein großes Fragezeichen machen. Auch wenn sich begrüßenswerterweise 122 Staaten für eine Annahme des Vertragsentwurfs für das Verbot von Kernwaffen ausgesprochen haben, bleibt festzustellen, es war keine Atommacht dabei und kein einziges NATO-Mitglied, noch nicht einmal die Niederlande, die an den Vertragsverhandlungen beteiligt gewesen sind. Die vorgeschlagene Konzeption, so ist jedenfalls zu hören aus Berlin, ist nämlich nicht mit dem strategischen Konzept der NATO, das am Prinzip der nuklearen Teilhabe derzeit noch festhält, vereinbar. Natürlich kann man das strategische Konzept und die nukleare Teilhabe diskutieren. Ich bin nur der Ansicht, dass ein Abrücken davon unter den aktuellen Vorzeichen bei massiver Aufrüstung in Nordkorea, Russland, China und den Golfstaaten verantwortungslos wäre. Aber vielleicht wollen Sie das ja von den GRÜNEN.
Unsere Logik, die ehrliche Logik, muss doch sein, es müssen alle auf Nuklearwaffen verzichten, also die NATO-Staaten und alle anderen Atomwaffenmächte und Atomwaffenbesitzer. Andernfalls erlangen diejenigen, die weiter aufrüsten, noch strategische Vorteile für sich. Und das wird nicht zur friedlicheren Welt beitragen und wahrscheinlich auch nicht den Frieden stabilisieren. Ich habe mich, als ich den Antrag gelesen habe, gefragt, was wollen Sie seitens der LINKEN denn an sich wirklich? Ihre Russlandnähe ist ja nicht nur sprichwörtlich, sie ist greifbar. Sie müssten hier einmal die Frage beantworten, warum Ihr Bundesparteitag im Juni diesen Jahres auf die Verurteilung der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim verzichtet hat, ja die Verurteilung in einem Antrag, der gestellt worden ist, abgelehnt hat. Wie müssen wir, meine Damen und Herren von den LINKEN, es denn verstehen, wenn Ihr linker Superstar Frau Wagenknecht gerade in diesem Kontext dort stattdessen auf Ihrem Parteitag fordert, ich zitiere, wir wollen, dass es eine Politik der guten Nachbarschaft mit Russland gibt. Fußt Ihr Antrag, meine Damen und Herren von den LINKEN, heute etwa auf den durch Ihren Parteitag beschlossenen Antrag, der da wörtlich lautet, ich zitiere, die US- und NATO-Infrastruktur in Deutschland für den Aufmarsch gegen Russland soll beseitigt werden. Ich stelle mir die Frage, ist etwa aus gut nachbarschaftlichen Beziehungen, meine Damen und Herren, das ist alles so fadenscheinig und offensichtlich, was Sie mit Ihrer Resolutionspolitik hier betreiben. Willi van Ooyen im FDJ-blauen Hemd lässt grüßen. Meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung, das ist mein letzter Gedanke, baut hier auf Diplomatie. Auch wenn das manchmal schwierig ist, kann das dann doch zum Erfolg führen. So beispielsweise durch die engagierte Vermittlung der Hohen Vertreterin Mogherini bei den Verhandlungen um das iranische Atomprogramm. Erst durch ihr Einschreiten ist der Durchbruch dort gelungen, den viele für nicht möglich hielten. Das Nuklearabkommen mit dem Iran zeigt die Rolle, die Diplomatie einnehmen kann, um langjährige Streitigkeiten in einer friedlichen, kooperativen Weise zu bewältigen. Und die Hohe Vertreterin Mogherini hat dafür auch am 19. Juli dieses Jahres den Hessischen Friedenspreis verliehen bekommen. Dazu möchte ich hier auch noch einmal gratulieren. Meine Damen und Herren, auf der Bühne der großen Außen- und Sicherheitspolitik muss Primat sein, dass der Frieden der Welt erhalten bleibt und die Menschen auch hierzulande unbesorgt und sicher leben können. Auch wenn die Hessische Landesregierung hierfür verfassungsmäßig selbst nicht militärisch zuständig ist, unterstützen wir alle Anstrengungen der Bundesrepublik Deutschland. Wie sagte Helmut Kohl, der kürzlich verstorbene Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, schon am 4. Mai 1983 in seiner ersten Regierungserklärung, Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke, Herr Staatsminister Wintermeyer. Wir sind am Ende der Debatte angelangt. Mir ist signalisiert worden, dass wir jetzt alle Anträge sofort abstimmen. Bei dem Entschließungsantrag der Regierungsfraktion habe ich das Signal gehört, den dritten Absatz getrennt abzustimmen. Alle drei getrennt. Okay. Dann beginnen wir mit dem Antrag der LINKEN. Wer diesem Antrag zustimmen will, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das sind CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer enthält sich? Das ist die SPD. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Als Zweites rufe ich den Entschließungsantrag der SPD auf. Wer diesem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind SPD, DIE LINKE und die FDP. Wer ist dagegen? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Als Drittes nun der Dringliche Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Als Erstes Absatz 1. Wer stimmt zu? Das ist das gesamte Haus. Absatz 2. Wer stimmt zu?
CDU, FDP, BÜNDNIS 90 und die SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion der LINKEN. Und Absatz 3. Wer stimmt zu? CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der LINKEN. Wer enthält sich? Bei Nichtbeteiligung der SPD ist auch der dritte Absatz und damit der Antrag in Gänze angenommen worden. Meine Damen und Herren, bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, begrüße ich auf der Besuchertribüne die Botschafterin der Republik Philippinen, Ihre Exzellenz Frau Melita Santa Maria Tomicek sowie Herrn Generalkonsul Thorsten Grießneger. Herzlich willkommen im Hessischen Landtag.